Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und ich mache weiter mit den Baufolgen sozusagen. Beziehungsweise ich mache einfach ein bisschen weiter den Rest da hinten, damit wir das Höllenportal verschieben können. Auch wieder ein bisschen No-Copyright-Musik laufen, aber das stört euch nicht. Ist ein bisschen laut, ne? Was war denn hier? Stellen wir das ein bisschen darunter. Ich lasse mal die Tastatur. Wenn er so hört, ist wieder die Gaming-Tastatur dran. Also sonst nehme ich aber die andere. Aber irgendwann stört mich da sowieso. Aber die geht ja auch fix so in Umwechseln. So, ich habe jetzt nichts erst mit, aber ich will eigentlich nur da hinten hin. Ich habe jetzt ein paar Steine vorbereitet. Die sind schon welche. Oben sind noch welche am Brennen. Dass ich da wieder genug Ziegelsteine habe fürs Bauwerk. Genug Material gesammelt, das habe ich glaube beim letzten Mal auch gezeigt, das ganze Material, das haben wir auch glaube ich umgewandelt. Da haben wir den Durchgang hier noch gemacht, da kommt noch die Treppe hin. Aber aus Holz. Jetzt wollen wir erstmal schauen, was wir hinten machen können. Wir brauchen erstmal eine Schaufel. Ich hoffe, dass sie nicht, dass sie noch reicht. So. Gut, hier waren wir stehen geblieben. Hier kommt das Höllenportal hin. Mal hier den Umriss dafür weg. Ich hoffe, die reicht wirklich die Schaufel noch. Oh, habe ich eine zweite noch mit? Und hier was zu essen mit. Ne, war clever. Vorbereitung. Gut, machen wir noch so. Keine Ahnung. Zwei Schaufeln, das Zeug nehme ich auch mal mit hier. Denn, wenn ich mich falsch erinnere, haben wir doch hier hinten links irgendwo das Ding, wo wir das alles angepflanzt haben. Das kann ja für die da auch bei haben. Nehmen wir uns ein paar Burger mit, die sind immer gut, haben wir noch welche im Voraus. Genau. Das soll ja hier wachsen, machen wir hier einen wieder dahin. Denn so können wir nämlich ein bisschen noch mehr Material sammeln. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche anderen Teile, die wir nicht haben. Denn ich würde auch gerne, wie gesagt, dieses Village doch finden. Was Zentus gefunden hat. Um passend für die anzubauen. Um uns ein kleines Feld zu machen. Das war, sagen wir, okay, wir brauchen vielleicht 3 Sticks, maximal 4 Sticks, 5 Sticks. Dass wir die ausbeuten sozusagen. Und dann später im Verlauf versuchen, die zu sich. Wir haben ja Platz, haben wir ja. Um was? Das ist nicht das Problem. Davon haben wir genug. Ein paar Burgerchen mit. Ah, die gibt schon viel, das ist nicht das Problem. Man hat schon einiges von. Jetzt gehen wir mal. Jetzt hält das mal um. Ich habe das mal eben noch ein bisschen verändert gehabt, damit ich das nicht immer nachfüllen muss oder Perlen draus nehmen muss, sondern das automatisch halbwegs läuft. Sieht das mal so aus. Ist nicht optimal, muss ich dazugeben. Aber ich sag mal, für den Anfang reicht. Ich hätte jetzt noch den. Das hätte ich noch einen rausschieben können. Da wäre alles draußen gewesen, aber ist okay. Für den Anfang reicht, sind jetzt ein paar Steine, den muss ich gleich auch noch zusammen craften. Für das Ganze. Aber es fehlt auch irgendwann das Lager, dass wir damit weiterarbeiten können. Und dann kümmere ich mich ums Innere. Geht es irgendwann weiter? Habe ich nicht Eisen genug um die Ecke liegen? Na, hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Immer 4 Stück mit. Wo ist denn das ganze Eisen hin? Ach, stimmt, das ist hier. Das habe ich ja hier abgemacht. Das sitzt ja hier alles drin. Das ganze gebratene Zeug. Hier ist das Gold, was nach oben drin war. Und hier ist das ganz andere. Stimmt. Da haben wir auch erstmal genug für den Anfang. So. Genau wie hierfür. Schaufeln. Brauchen
brauchen wir eh immer eine noch in der Hand. So. Dann können wir das zumindest mit dem Treppen habe ich auch gemacht. Jetzt brauche ich Glowstone. Nee, aber was ich mitnehme ist Wasser. Denn das war eine Sache, die mir auf jeden Fall gefallen hat mit dem Wasserfall. Zu der von oben kam und dann dieses Becken ausgefüllt hat. Das will ich ja gerne haben. Das kommt auf jeden Fall. Hier war letztens eine Pigman-Inversion. Ich weiß gar nicht, wie die alle hier hingekommen sind. Da standen vom Tor ganz viele Pigments. Sind jetzt aber wieder weg. Also, keine Ahnung, was damit war. Nicht wundern, dass es nicht dunkel wird, denn ich habe noch die Einstellung vom letzten Mal. Das, ach, hier ist Wasser gewesen, okay. Dass ich einfach auf dem Baumodus sozusagen bleibe und alles erstmal hell ist. Hab ich Glowstone eigentlich mitgenommen? Das ist Glowstone, ne? So, chiseln wir den. Weil ich nicht die Blöcke haben will, ich will sondern die haben. Und der soll dann hier für die Figuren sein. Einmal. Die machen wir nachher mit dem Cheat-Mode. Das habe ich ja schon mal gesagt. Weil es sonst nicht anders möglich wäre, an die ranzukommen. Machen wir hier einen Abschnitt. Also lassen wir jetzt hier. Ich muss natürlich ein bisschen weiter graben, dass ich mir jetzt das ein bisschen angucke. Irgendwie ist das ein bisschen blöd an der Stelle. So tief. 1, 2, 3. Kann ich, wie lange ich die mache. Ja, auch erstmal. 1, 2, 3 erstmal. Den Gang zumindest ausheben dafür schon mal. Können wir das gleich auch noch hier machen? Denn das Gebäude würde ich sozusagen fast schon fertig haben, diese Folge. In diese Session wieder, damit wir das Portal umsetzen können und dann da oben weitermachen können. Ich weiß gar nicht, was da hin. Irgendwo sollte ja noch eine Baumfarm hin von Centus, wenn ich das verstanden habe. Und an irgendeiner Stelle müssen wir noch einfach Villager umziehen lassen. Ja, das will eigentlich das Villager doch hier woanders hin haben. Dazu passt das immer. Genau. Ach, ich habe da drüben. Doch, da drüben habe ich eine Linie freigemacht noch. Ast rein. So. Zu anderen Projekten noch. Ich habe es ja damals schon angekündigt oder auch immer wieder. CTW, also Crafted World, ist jetzt sozusagen beendet worden von mir. Offiziell. Denn das ist immer wieder das Gleiche gewesen, wo ich dann gesagt habe, okay, ja, brauchen wir nicht das Ganze. Jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt muss ich mal das Becken am besten fertig machen und dann den Rest wieder anpassen. Dann habe ich das verwendet und habe dann sozusagen dafür andere Projekte in Planung. Die sind aber nicht draußen. Was natürlich in der Folge heißt, dass bei mir jetzt momentan noch, was kommt jetzt momentan? Ich kann das ja hier sehen. Genau. Herr der Ringe ist ja auch am 4. war es ja zu Ende, die letzte Folge. CTW fällt aus, das heißt, es ist eigentlich nur noch Minecraft da. Minecraft alleine? Macht nicht viel aus. Klar, es kommt jeden Tag. Zumindest versuche ich das jeden Tag, es raus zu
hauen. Aber ist halt auch immer die Sache, wie schnell oder wie oft kann ich es produzieren und wie viel Zeit habe ich dafür. Gut, dann habe ich mir halt später ein Projekt überlegt. Und dann kommen wir ja. RimWorld war ja die Frage. Und. Was hatte ich noch? Ich hatte noch eins. RimWorld und. Muss ich mir meinen Ordner reinschauen. Können wir, glaube ich, machen, ne? Ohne dass wir. Ja. Also, CTW, also Crafty World ist ja ausgefallen. RimWorld, genau. Und Hard West, genau. Und zudem ist noch ein, sind noch Zusatzprojekte zugekommen, die ich aber vorproduziere, wie RimWorld, die erste Staffel und Hard West, damit ich immer sozusagen Puffer bauen kann für mich. Und das wird damit auch wieder passieren, dass wir da ein bisschen kleinen Puffer aufbauen, um sozusagen für mich ein bisschen Rückstand zu haben, für euch ein bisschen natürlich Content haben, um alles da zu haben. Also das bleibt nicht aus. Ich habe jetzt noch ein paar andere Spiele und dann wird ja sowieso jetzt ist die Zeit Oktober. Da kommen ja Battlefield raus. Da schaue ich mal, ob ich das auch irgendwie let's playen kann oder Zeit dazu habe oder möchte. 5, dann gehen wir hier wieder vorne hin. Dann können wir auch hier wieder Erde reinklatschen. Kein Erdpimmelbaum. Bei hier hinten erstmal noch ein bisschen auffüllen. Die Reihe ist voll, die Reihe ist noch nicht voll. Ich will wenigstens, dass es zumindest gleichmäßig gebaut wird hier an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein Muster reinbekommen, das Ganze. Okay, so passt das. Dass man da auch nicht reinfällt an den Stellen. Wird das auch so werden? Zack. So hinkriegen. Passt. Könnte man. Ah, hier geht's nicht, ne? Nee, braucht man das auch nicht. Unnötig angehen, man. Hier könnte ich. Den Chisel mal hinweg. Dahin. Dahin. Ja. 1, 2. Stellen wir da auch noch eine Statue hin. Dann scheint das schon mal gleich zu sein. Jetzt will ich diese Eisengitter schon mal haben. Und hier müsste dann der Umriss kommen. Das heißt, wir brauchen einen Umriss von, keine Ahnung, machen wir nochmal 4 extra Breite. 3, 4. Und das sind die Projekte, die ich halt solo so starten möchte. Es sind noch, weil sie hatte ich ja, glaube ich, auch angekündigt, Lego. Damit zum Angebot bei Steam gewesen. Und die kommen auch. Die werden aber vollkommen alle vorproduziert und das wird irgendwann im November, Dezember erst starten aus dem Grund, weil ich gerne da viel Zeit mit haben möchte, alles vorzuproduzieren bzw. Viele Lego-Teile vorproduzieren möchte, die ich schaffe. So, damit ich halt über Weihnachten, übers Neujahr halt Puffer aufbauen kann.
der für mich sehr wichtig ist, um andere Zeit zu verwenden für was anderes. Dann habe ich einen anderen. Dann könnte ich wieder, wo ich Bock drauf habe, ist Mods-Vorstellungen. Auf jeden Fall, das ist damals sehr, sehr gut angekommen. Mit Dingers Construction etc. Der Film aber halt immer so die Mods, weil ich halt immer in dieser Mod-Szene bin hier sozusagen, sondern einfach wir nur ein paar minimale Mods hinzufügen, wie jetzt für den Immersive Engineering Enderportal. Aber das sind solche Ender Punch und das sind solche Sachen, die kennt jeder. Damals Tinkers bin ich ausführlich durchgegangen, weil ich halt keine deutschen Tutorials richtig zugefunden habe, wie man wirklich ein paar Sachen gebraucht hat, die man eigentlich nicht gefunden hat. Und deswegen bin ich damals ja darauf gekommen, das zu machen. Aber dann müssen sie halt noch abwarten.